Sotheby's in London. Das weltberühmte Auktionshaus liegt mitten im Herzen der City, nicht weit von der quirligen Oxford Street entfernt, die genaue Adresse 50 New Bond Street. Hier werden weltberühmte Kunstwerke regelmäßig versteigert und auch heute Abend wieder am 5. Juli 2017 ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf Sotheby's gerichtet, denn heute Abend wird hier ein Gemälde von Turner versteigert. Es ist eine Ansicht der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein. In den Tagen vor der Auktion wurde das Bild im Showroom präsentiert. Zahlreiche Besucher und Medienvertreter nutzten diese Gelegenheit. Das ist Turners Ehrenbreitstein, das Highlight unserer diesjährigen Sommerauktion. Es ist eines der Meisterwerke aus Turners später Malperiode ab 1830. Dieses Gemälde ist um das Jahr 1835 entstanden, eine Zeit, aus der auch andere Meisterwerke Turners, die heute in nationalen Sammlungen gezeigt werden, stammen. Es ist eine Ansicht von Ehrenbreitstein am Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Im Vordergrund haben wir den Gedenkstein von General Marceau. Er war ein Held der Französischen Revolution, der 1796 starb und in dieser Region begraben wurde. Im Hintergrund die Ruine der Festung Ehrenbreitstein, ein Wahrzeichen, uneinnehmbar über 1000 Jahre hinweg. Jetzt, nach den napoleonischen Kriegen, erscheint sie romantisch auf dem Berg gelegen, als eine bröckelnde Ruine. Erstmals kam Turner 1817 in diese Region und im Lauf seines Lebens kam er immer wieder. Zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle sind dort entstanden, gerade auch von diesem Ort. Aber dieses Gemälde ist das einzige Ölgemälde, das er von Ehrenbreitstein malte und das einzige in dieser Größe. Es ist ein Meisterwerk seiner späten Schaffensperiode und eins von nur 6 Hauptwerken Turners, die sich in Privatbesitz befinden. Daher ist es für uns ein höchst spannendes Bild, um es in einer Auktion zu präsentieren und eine einmalige Gelegenheit für einen Sammler, eines der Meisterwerke dieses äußerst bedeutenden Künstlers zu erwerben. Wenn ich es anschaue, wirkt es sehr romantisch. Auf jeden Fall. Turner ist einer der bedeutenden romantischen Maler und dieses Bild ist voller Romantik. Die ganze Aussage des Bildes ist durchdrungen von dem Wunsch nach Frieden. Frieden nach den langen Schatten der napoleonischen Kriege, die in Europa wüteten und die über eine lange Zeit sein Leben beeinflussten. Es ist eine starke Melancholie in diesem Bild enthalten, aber auch eine starke Anmutung von Hoffnung und Sehnsucht auf eine bessere Zukunft. Der Wiener Kongress hatte kürzlich stattgefunden, als Turner erstmals den Rhein besuchte. Und zusammen mit den zeitgenössischen Künstlern und Dichtern hielt er nach einer helleren Zukunft für Europa Ausschau. All dies ist in diesem wundervollen Bild ausgedrückt. Es ist aber auch die Illustration einer konkreten Passage aus dem 3. Gesang von Lord Byrons berühmtem Gedicht Childe Harold's Pilgerfahrt. Die literarische Sensation im frühen 19. Jahrhundert und eines der bedeutendsten Gedichte der britischen Romantik. So ist in diesem Bild zweierlei vereint. Turner hat ein Bild gemalt, das seine ureigensten Empfindungen ausdrückt, sein Herz berührt hat. Aber darüber hinaus beschwört es die literarische Botschaft eines der bedeutendsten romantischen Gedichte seiner Zeit herauf. So ist es alles in allem pure Romantik. Also ist es heute genauso aktuell wie damals. Hoffnung, Frieden. Auf jeden Fall. Die Botschaften in diesem Bild sind sehr aktuell in dem Europa, in dem wir heute leben. Und es ist regelrecht beklemmend, wie machtvoll dieses Bild immer noch ist. Wie sehr seine Botschaft immer noch trägt. Genauso wie dies vor 200 Jahren der Fall war, als das Bild gemalt wurde. Thank you very much. Viele der Auktionsbesucher hatten den Aufruf des Turner-Gemäldes mit Spannung erwartet.
Mit 13 Millionen ging der Auktionator an den Start. Endpreis war schließlich ein stolzer Preis von 17 Millionen Pfund. Wo das Bild jetzt hinkommt, wer es ersteigert hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt, heute Abend am 5. Juli, noch nicht klar. Aber ich denke, es bleibt zu hoffen, dass das Bild auch weiterhin in der Öffentlichkeit gezeigt werden wird, denn es ist wirklich wunderschön und es wäre schade, wenn es im stillen Kämmerlein verschwinden würde. Umgerechnet in Euro und zusammen mit allen Zusatzkosten hat der Käufer rund 21 Millionen Euro für das Werk bezahlt.